Willkommen zur Einführungsvorlesung in Datenvisualisierung. In der ersten Vorlesung wollen wir ein bisschen einen Überblick bekommen, um was es in dem Thema überhaupt geht. Ich bin Helena Jambo, ich arbeite am MSZ. Das ist angegliedert an das Universitätsklinikum MK1. So, das Erste, was wir feststellen müssen, ist, dass Visualisierungen heutzutage selbstverständlich omnipräsent sind. Wir begegnen ihnen überall. Beispielsweise werden Wahlergebnisse, zum Beispiel hier von Dresden, mit einem Tortendiagramm präsentiert. Es werden Hinweise im Nahverkehr gegeben über piktoriale Informationen, wo man sitzen kann und wo nicht. Und selbstverständlich sehen wir in tagesaktuell die jüngsten Corona-Zahlen in der Regel präsentiert mit Abbildungen verschiedenster Art. Warum werden Abbildungen gerne genommen? Visuelle Wahrnehmung ist bekanntlich unmittelbar. Wir können nicht sehen. Unser Gehirn ist sozusagen darauf spezialisiert, Muster zu erkennen. Beispielsweise sehen wir hier 6 Gruppen von kleinen Strichen. Unser Gehirn ist aber auch besonders gut darin, Abweichungen schnell zu erkennen. Beispielsweise verschiedene Farben, verschiedene Texturen, verschiedene Höhen oder verschiedene Formen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Übung, die können Sie zu Hause einfach selber machen, um zu verstehen, wie unmittelbar wirklich unsere Wahrnehmung funktioniert. Sie sehen jetzt gleich für einen Bruchteil einer Sekunde ein Bild aufploppen und danach analysieren Sie, was Sie alles wahrnehmen konnten in der kurzen Zeit. Woran erinnern Sie sich? 3, 2, 1. Das war sehr kurz, schreiben Sie sich ganz kurz auf, rufen Sie sich das Bild nochmal zurück ins Gedächtnis und dann stelle ich die Frage, woran erinnern Sie sich? Und Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass Sie sich sowohl an Datenrepräsentationen erinnern können, das wären in diesem Fall Buchstaben. Wir haben wahrscheinlich alle gesehen können, dass es Buchstaben gezeigt worden sind. Unser Gehirn erfasst aber auch den Inhalt von den Repräsentationen. Also wir können nicht nur erkennen, dass es Buchstaben sind, sondern wir können sogar den Text teilweise lesen. Das waren insgesamt 9 Buchstaben in KZR, QBT, SGN. Und ich vermute, dass viele von Ihnen das KZR gesehen haben, viele noch QB. Und dann TSGN wird in der Regel nicht mehr wahrgenommen. Es sind zu viele Elemente. Unser Gehirn erfasst auch die Farbe in einem Bruchteil einer Sekunde. Und zwar waren das hier, haben Sie wahrscheinlich alle wahrnehmen können, dass es weiße Buchstaben auf einem schwarzen Hintergrund war. Und das Letzte, was wir immer wahrnehmen, ist Aspekte des Layouts, also wie ist die Information organisiert in der Visualisierung. Und das waren in diesem Fall 3 Reihen und 3 Spalten, also 3x3 Layout. Was wir feststellen können, ist, dass wir quasi unmittelbar alle Aspekte einer Visualisierung von der Datenrepräsentation, vom Text, von der Farbe und vom Layout wahrnehmen können. Das Wichtige ist auch, dass Leserichtungen bei Visualisierung genau wie bei Text funktionieren. Also wenn wir interagieren mit einer Visualisierung, dann sind wir durch das Lesen darauf trainiert, oben links anzufangen und nach und nach Zeile für Zeile durch die Visualisierung mit uns durchzuarbeiten. Wenn wir jetzt, wir hatten 3x3 Elemente, 3 Zeilen, 3 Spalten. Und wenn man jetzt sozusagen darstellen würde, welche Buchstaben am häufigsten gesehen werden in diesen 0,3 Sekunden, also wenn wir jetzt alle von Ihnen sozusagen befragt hätten, dann könnten wir feststellen, dass das tatsächlich so ist. Oben links werden fast alle von Ihnen wahrgenommen haben, dass das ein K war, das Z und das R werden auch häufig genannt und sehr häufig ist auch das B genannt, weil das genau in der Mitte der Repräsentation in der Visualisierung liegt. Fast nie gelesen oder noch nie habe ich das erlebt, dass die Buchstaben in der letzten Zeile gelesen werden können. Und das liegt unter anderem auch daran, dass sie eben in der letzten Zeile sind, die wir als allerletztes lesen würden. Visuelle Wahrnehmung ist nicht nur unmittelbar bei uns Erwachsenen, sondern sie ist auch quasi angeboren. Bei Kindern können wir viele Elemente davon auch schon feststellen. Wenn wir zwei Eiskugeln zur Auswahl, also 2 Eis zur Auswahl geben, dann messen die Kinder natürlich die Länge
wie hoch ist eine Eiskugel und 4 ist höher als eine Kugel und fast alle Kinder würden sich wahrscheinlich für die größere Eiswaffel entscheiden. Was machen Sie da? Wir machen das dann quasi, lernen das im Laufe der Schule, dass wir eben Länge in einer Datenrepräsentation auch darstellen können. Und dann müssen wir vielleicht auch nicht mehr mit Eiskugeln arbeiten, sondern wir können dann erlernen, dass man aus die Länge eben auch mit einem abstrakten Balken einfach darstellen kann und dass das die gleiche Information enthält, wie wir beim Vergleich von Süßigkeiten schon anwenden. Weitere Visualisierung, also Balkendiagramme lernen wir so ungefähr in der Grundschule schon zu entziffern und dann im Laufe der Zeit können wir natürlich komplexere Darstellungen lernen. Beispielsweise können wir nicht nur Längenvergleiche machen, sondern wir können auch statistische Verteilungen darstellen. Wenn wir jetzt eine Befragung machen würden von allen Teilnehmern, wie viele Kugeln Eis sind noch lecker, yummy und wie viele sind zu viel, dann könnten wir beispielsweise bei 45 Teilnehmern das darstellen in einem sogenannten Dot-Plot. Hier entspricht dann jeder Punkt einer Antwort, die gegeben worden ist und Sie können dann schon daran erkennen, dass es bestimmte Häufigkeitsverteilungen gibt, dass bestimmte Antworten oft gegeben werden und dass es aber auch Ausreißer gibt. Beispielsweise gibt es noch Leute, die erst bei 15 Kugeln sagen würden, das ist jetzt aber zu viel und es gibt auch Leute, die schon bei einer Kugel sagen würden, das ist zu viel. Okay, also wir können dann sozusagen diese Informationen auch von vielen Menschen darstellen. Das ist dann eine statistische Verteilung, wie die Antworten sich um einen Mittelwert zum Beispiel gruppieren. Apropos, diese Darstellung zeigt jeden Datenpunkt. Jede Antwort ist ein Punkt und selbstverständlich können wir das mit erweiterten statistischen Mitteln dann auch lernen darzustellen in einer noch abstrakteren Variante. Und zwar zum Beispiel hier in einem Boxplot, wo wir dann eben die Datenpunkte langsam in den Hintergrund treten lassen und uns fokussieren auf bestimmte Gruppierungen. Zum Beispiel hier ist immer der Median dargestellt in einem Boxplot und das erste und das dritte Quartil, die Informationsverteilung um den Mittelwert herum. In dieses Feld sozusagen, welche Visualisierungen erlernt werden können, ist natürlich sehr, sehr, sehr groß und Sie müssen nicht alle Visualisierungen schon kennen, aber Sie sollten wissen, dass es sozusagen Ressourcen gibt, beispielsweise im Internet, wo man nachlesen kann, welche Art der Visualisierung, welche Art der Informationen darstellt. Und das Database Catalog ist zum Beispiel eine von diesen Ressourcen, die für jeden Diagrammtyp schön übersichtlich erklärt, was die Information ist, die dargestellt ist und was er aussagen kann oder will. Bevor wir weitermachen mit Visualisierung, sind wir aber immer noch bei dem Thema, dass visuelle Wahrnehmung unmittelbar und angeboren ist. Aber ganz wichtig auch zu sagen ist, dass visuelle Wahrnehmung extrem limitiert ist. Also wir können zwar sofort etwas sehen, aber wir können nicht besonders viel sehen. Und das hängt natürlich zusammen mit der Limitation unseres Kurzzeitgedächtnisses, was hier in Aktion tritt. Als Daumenregel können Sie sich hier merken, wie viel Information kann dargestellt werden. Magic Number 7, die magische Zahl Nummer 7, plus minus 2. Was heißt das? Das ist ein Paper von 1956 von George Miller. Der hat festgestellt, und dass alle unsere Perzeptionssinne, also alle unsere Sinne, stark limitiert sind, wie viel sie aufnehmen können. Und dass es sich immer rumgruppiert um eine Magic Number 7 plus minus 2. Also der hat festgestellt, dass man ungefähr 7, manche auch 9 oder 8 und manche auch nur 5, aber um den Mittelwert herum 7 Elemente können immer in einem Kurzzeitgedächtnis aufgenommen werden, beispielsweise bei unserem visuellen System, aber das gilt auch für beispielsweise Töne oder für andere Arten von Sinneseindrücken. Für Visualisierungen nehmen wir mit, dass wir quasi in jeder Visualisierung darauf abzielen wollen, 7, maximal 9 Elemente darstellen zu wollen. Und ob das funktioniert oder warum das funktioniert mit der Magic Number 7, das können wir jetzt an einem Beispiel ganz kurz gut sehen. Wenn wir als Übung jetzt Visualisierung analysieren, dann ist das Erste, was wir immer testen müssen, ist der One-Second-Test.
Was sieht man zuerst? Was fällt zuerst ins Auge? Und das kann in einer oder vielleicht 10 Sekunden kann man das testen. Man guckt einfach auf eine Visualisierung und guckt, was fällt als erstes ins Auge. Wenn wir jetzt beispielsweise diese Abbildung hier aus einem wissenschaftlichen Artikel angucken, dann fällt als erstes selbstverständlich fast allen die Farbe auf. Und viele, viele, viele sehen als allererstes das Rot. Das ist einfach, weil es viele Linien sind. Viele sehen auch überhaupt nur den großen Balken der Legende. Also wir sehen ja hier einen großen Balken, der die Legende erklärt, nicht besonders gut. Viele sehen auch die grünen Punkte. Manche sind farbenblind und sehen grün und rot als die gleiche Farbe. Auf jeden Fall, was fast allen so auf erstes auffällt, ist, wow, das ist irgendwie zu viel Information. Jetzt denken wir an die Magic Number 7 und wir können erkennen, dass es hier weitaus mehr Elemente als nur 7 sind, die dargestellt sind und auch weit mehr als 9, also weit mehr als 9 Elemente im Sinne von, dass es viel, viel, viel mehr Linien sind, aber auch 6 Farben zusätzlich mit unverständlichem Text und mit detaillierten Achsenbeschriftungen, sodass man auf den ersten Eindruck nicht viel mitnehmen kann. Ganz ein zweites Beispiel gucken wir uns auch an. Das ist hier auf den ersten Eindruck sieht man nur 3 Linien beispielsweise. One Second Test würden die meisten sagen, ich sehe 3 rote Linien und ein paar weitere würden sagen, ich sehe die drei blauen Blöcke zuerst. Auf jeden Fall können wir feststellen, das sind hier insgesamt nur 3 Linien in der gleichen Farbe, das heißt, da haben wir kein weiteres Element und die 3 Blöcke, das heißt, hier sind wirklich nur 6 Informationen, die auf den ersten Blick ins Auge fallen und damit ist hier die Magic Number 7 Regel nicht verletzt und auf den ersten Sekundenblick fallen uns in diesem schöneren Beispiel oder funktionaleren Beispiel auf den ersten Blick sehen wir die Daten und nicht irgendwelche Kontrollen. Also das ist eine gut funktionierende Visualisierung, weil man eben schnell erkennen kann, wo man hingucken kann. Und wenn man jetzt sich ein bisschen kurz damit beschäftigt, dann sieht man eben auch, was hier verglichen wird. Der Block, der blaue Block, der heißt Lockdown. Also das ist der Zeitraum, in dem ein Lockdown stattgefunden hat. Hier sind Daten aus Israel. Das heißt, hier sind die 3 Lockdowns für die erste, zweite, dritte Welle von Corona dargestellt. Und was dann in Abhängigkeit von dem Lockdown dargestellt ist, ist die Anzahl der Corona-Fälle. Das heißt, die steigt immer noch am Anfang vom Lockdown und fällt dann relativ rapide ab. Und dann, weil der Lockdown beendet ist, steigt sie auch wieder an. Das ist das gleiche Bild beim zweiten. Und beim dritten sehen wir eben da an dem Punkt, waren jetzt schon viele Leute geimpft, dass der Lockdown eben den Effekt hat, dass die Zahlen runtergehen. Und jetzt bleiben sie halt unten. Also wir erkennen die wichtige Information, der Effekt von dem Lockdown auf die Corona-Zahlen auf den ersten Blick. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf diese Darstellung, dann können wir quasi auf den ersten Blick aus mehreren Gründen überhaupt nicht sagen, was hier los ist, außer dass viel los ist. Wir haben in der ersten Einheit sozusagen jetzt gelernt, dass visuelle Wahrnehmung unmittelbar ist. Wir können nicht sehen und sie ist angeboren. Schon Kindergartenkinder versuchen, Längen zu vergleichen, Muster zu erkennen und Abweichungen zu sehen. Visualisierungen zu verstehen ist aber erlernt und braucht natürlich eine gewisse Zeit. Je abstrakter die Visualisierung ist, Längenvergleich mit einem Balkendiagramm ist noch relativ leicht. Statistische Verteilungen zu verstehen, ist schon ein bisschen schwieriger und Zusammenfassungen von statistischen Verteilungen, wie zum Beispiel im Boxplot, das ist schon recht advanced und wird teilweise nicht mehr in der Schule unterrichtet. Wir haben auch versucht zu verstehen, dass visuelle Wahrnehmung limitiert ist und wir haben den 1-Sekunden-Test kennengelernt, der uns sozusagen helfen kann, kritisch zu evaluieren, ob von uns eine Visualisierung funktioniert auf den ersten Blick. Die Information soll, wenn möglich, auf den ersten Blick schon sichtbar sein. Wir haben auch die ersten Fachbegriffe kennengelernt, die da wären Datenrepräsentation. Das kann ein Diagramm sein, das kann ein Bild sein, das kann Text sein, das kann ein Modell sein, das kann eine Statistik sein oder sowas. Im Englischen gibt es da den schön zusammenhängenden Begriff Chart einfach. Wir haben viele Begriffe dafür. Wir haben auch die Fachbegriffe Layout, Farbe und Text kennengelernt, in dem Zusammenhang, dass Visualisierung unmittelbar ist und dass wir immer alle Aspekte
Wir können die Datenrepräsentation erkennen, wir können das Layout erkennen, also wie Information angeordnet ist auf der Fläche. Wir sehen die Farben, die verwendet wurden und die Textinformationen.